jeden Fall schläft er jetzt auch nur noch so lange. Okay, hier ist die zweite Granitwand gebaut. Wunderbar. Konnte ihn nicht anwerben. Okay. Die Falle hier ist jetzt, wenn ich mich nicht täusche, scharf. Ich laufe jetzt darüber und wenn Hammer das Ding jetzt auslöst, dann flippe ich aus. Ey, das ist ja... Das ist... Nein, das tut mir leid. Das kann einfach nicht sein. Das ist komplett unmöglich. Das ist so unfassbar lächerlich. Was? Ich meine, was soll das? Was soll das? Wie kann das bitte sein, dass er das Ding auslöst? Das ist so unfassbar dumm. Ich meine, klar, grundsätzlich ist es theoretisch möglich, dass jemand auch seine eigene Falle auslöst. Aber wenn wir die da gebaut haben, was soll der Quatsch? Also so ein Quatsch, wirklich. Ey. Dass man... Ich hätte jetzt alles darauf verwettet, dass der seine Falle natürlich nicht auslöst. Ich meine, wir haben die da hingesetzt. Was macht das denn für einen Sinn? Dass er die Falle auslöst, die wir da gerade hingepflanzt haben. Das ist völliger Schwachsinn. Aber, wie man sieht, ist es zwar meiner Meinung nach völliger Schwachsinn, aber anscheinend vom Spiel trotzdem so vorgesehen. Ach man, hier kann ich keine Dings legen. Ey, ist das blöd. Oh, es ärgert mich. Es ärgert mich. So. Okay, und jetzt brauche ich hier einen Schalter. Und hier einen Schalter. Und theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Dann ist das hier ist zwar dauerhaft angeschaltet, aber das ist ja auch nicht so dramatisch. Der Rest ist halt nicht dauerhaft angeschaltet. So, und das hier muss ich jetzt mal neu verbinden lassen. Okay. Hammer ist vollständig geheilt. Ich hoffe... Okay, er hat zum Glück nichts davon getragen. Ey, das wäre ja so lächerlich gewesen. Oha. Der Hund sieht gar nicht mehr gut aus. Leute, könnt ihr jetzt hier mal endlich loslegen? Ach so, okay. Gut. Erst schlafen, finde ich in Ordnung. Seien wir fair. Hammer löst Falle aus, ey. Das ist doch wirklich... Hat versehentlich eine Falle ausgelöst, ey. Zumal man jetzt... Okay, gut. Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz sagen... Kann natürlich auch sein, dass ich mich gerade vertan habe. Was nämlich theoretisch auch... Ah, okay. Ich könnte mir jetzt gerade auch vorstellen... Ah, cool, der spielt Billard. Das finde ich cool. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass, wenn man die automatisch machen lässt... Ah, genial, jetzt spielen sie zusammen. So hatte ich mir das vorgestellt. Kann natürlich sein, dass, wenn sie automatisch laufen, dann diesen Weg halt nicht nehmen, wo die Falle ist, weil sie dann die Falle sehen. Aber wenn sie darüber laufen, weil ich sie dazu zwinge, dann tun sie es trotzdem. Okay. Das kann natürlich sein. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich find's trotzdem blöd. Also, es war einfach nicht... Das ist einfach nicht sinnvoll. Diese Sache ist einfach nicht sinnvoll. Oh Mann, hier wird aber ordentlich abgebaut. Oder geerntet, besser gesagt. Stand da gerade Ernte fehlgeschlagen? Ernte fehlgeschlagen. Tatsache. Wir ernteten hier alles da, Landwirt, ne? Hammer. Aber Hammer hat richtig, kriegt richtig gute Punkte dafür. Den möchte ich das aber machen lassen. Landwirtschaft. Ja. Kollege, jetzt rennt er weg, ey.
Wollte ich ihn gerade mal einmal machen lassen hier. Jetzt geht er wieder, wa? Ja, der kriegt richtig gute Punkte dafür. Er hatte fehlgeschlagen. Mann, ärgert mich trotzdem, dass er das jetzt macht. Aber gut, jetzt gerade haben wir ja genug. Also besser, dass jetzt ein paar Mal die Ernte fehlschlägt. Als später. Hops. Oh, perfekt. Hops tut das, was er soll. Nämlich Menschen begraben. Dann liegen die ja auch nicht mehr rum. Dann kriegen wir davon auch nicht mehr so eine negative Stimmung. Nerhesi. Sprich doch mal ganz kurz mit dem Waffenhändler. Wir gucken mal kurz nach. Ja, hier ist aber... Ach so, ja, wir können ja unseren Quatsch hier verkaufen. Das, was wir nicht brauchen. Was macht eigentlich der Langbogen? Oh, der macht ganz schön Schaden. Aber der hat so eine hohe Aufwärmzeit. Das finde ich nicht so schön. Die normale Pistole lassen wir erstmal hier. Die Langbögen kannst du haben. Die Pilar kannst du haben. Und den einen Marmorknüppel kannst du auf jeden Fall auch haben. Weil mir gerade dabei auffällt, dass wir doch hier noch... Ja, wir haben doch hier noch ganz viele andere Waffen. Okay. Ich muss mal ganz kurz meine Leute hier missbrauchen, damit die mal kurz die ganzen Sachen hier reintragen. Halt. Draconia, bitte. Das ist ein Langbogen. Der muss auch noch unbedingt rein. Wo willst du denn? Ach so, hier. Na, ich Idiot. Halt. Halt. Wo wollt ihr denn hin? Lass mal. Das ist doch ein Scherz. Ach Mann. Jetzt trag doch erstmal bitte die Sachen hier rein. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt nochmal wecken muss, aber... Naja, dann wirst du jetzt nicht geweckt. Halt. Na, Hesi. Halt. Hops. Hops. Stopp. Aber hat hier nicht irgendwer noch einen Bogen fallen gelassen? Der wurde anscheinend doch wieder mitgenommen, wa? Naja. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Außer, dass Nerhesi noch einmal den Waffenhändler anrufen muss. Denn wir wollen ja den ganzen Mist auch noch loswerden. Hier, den Langbogen kannst du haben. Den Langbogen, den auch. Pistole nicht, aber die ganzen verschiedenen Knüppel. Das Stahl und Kalkstein. Na, immerhin haben wir noch 110, haben wir noch zusätzlich bekommen. Ist doch gut. Okay. Morgen der Erste kann dann erstmal hier die Dinger ausmachen, denn solange wir die nicht brauchen, müssen die auch keinen Strom verbrauchen. Wow! Alter, okay, ich war hier gerade drüber mit der Maus. Ich hatte gerade unten gesehen hier Temperatur minus 5 Grad und denke mir so, was ist denn hier los? Wieso ist denn das hier so kalt? Aber ja. Hallo? Kannst du meine ausmachen, bitte? Wieso ist das... Wieso macht das hier niemand aus? Aus. Hallo. Ach so, ne, das Ding ist längst aus. Ja, okay. Alles gut. Mein eigener Fehler. Ach, perfekt. Und Hobbs, der Gute. Er begräbt endlich. Auch den letzten hier, oder? Wenn ich mich nicht... Ah, nee, hier ist immer noch einer. Ja, okay, den wird er jetzt begraben. Alles klar, perfekt. Muss ich mal direkt schauen, wer eigentlich den Metzger-Job hier macht. Weil wir könnten natürlich hier reichlich Viecher zerlegen. Okay. Dazu gehört aber wahrscheinlich nicht der Hund hier, wa? Weil verrottend klingt nicht so gut. Nee, das klingt nicht, als sollte man den noch essen. Und das hier auch nicht. Wow, ich brauche tatsächlich noch mehr Gräber, ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall... sollte ich hier mal... Ach so, naja, Moment. Erstmal muss der die anderen Viecher zerlegen.
Haha, deswegen reparieren die das hier auch nicht. Weil das nicht als Heimatgebiet deklariert ist, wa? Sollte natürlich schon so deklariert sein, dass sie es trotzdem reparieren. So, und... Huch! Ach so, ich kann die Zone maximal so lang machen. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich da kein Heimatgebiet deklarieren? Oh mein Gott. Das ist ein bisschen Mais. Kann ich das irgendwie sehen, wie viel Mais das ist? Ich sehe jetzt, dass es insgesamt 61 Mal Mais ist, aber ich sehe nicht wirklich, wie viel Mais das ist, leider. Na gut, sehe ich hier denn, wie viel Mais ich habe? Nee, nicht wirklich. Ach so, gar kein Mais habe ich. Ja, das ist ja schön. Verstehe. Okay, Hobbs hat sich jetzt entschieden, dass er ganz viel trägt. Das ist auch gut. Oh Mann. Ey, das Schwein frisst die Dinger, oder? Ey, das Schwein frisst die Pilze. Ist ja eine absolute Frechheit, ist das. Und ich kann es nicht mal ausstellen, ist das fies. Ist das fies. Es frisst einfach, was es möchte. So, also der Schlachttisch, da wird ordentlich geschlachtet. Was ist denn das hier? Menschliche Leichen? Ach, interessant. Das war noch da, aber nee, das will ich jetzt auch erstmal nicht. Die sollen hier nur, genau, nur Tierleichen schlachten. Und jetzt muss ich mal gucken, wer diese Aufgabe eigentlich hat und warum sie niemand ausführt. So, was ist denn das? Handwerker? Dinge aus rohen Materialien her. Hm. Könnte sein, oder? Handwerker? Ich werd's mal ganz... Achso, nee, Moment. Wenn ich das jetzt hochsetze, dann wird der hier wahrscheinlich ordentlich anfangen... Gut. Ich setze das jetzt mal auf 1. Ach halt, Moment. Quatsch, ich wollte das doch bei Hobbs auf 1 setzen. Nicht doch bei Nerhesi. Okay, Hobbs schläft jetzt. Aber jetzt müsste er ja, am nächsten Tag müsste er ja anfangen. Und wahrscheinlich wird er erstmal anfangen mit dem Umwandeln von Stahlschlacke oder von... Naja, von den Granitblöcken oder Schieferblöcken, ne? Dann werde ich die Dinger mal ausstellen. Und dann bin ich ja interessiert, was dann passiert. Genau, als erstes... Okay, als erstes macht er das jetzt. Dann sage ich mir jetzt erstmal... Das setzen wir jetzt erstmal aus. Okay. Als zweites, genau, holt er sich Stahlschlacke. Moment, wo war nochmal Stahlschlacke? Hier. Das setzen wir jetzt erstmal aus. Warum ist denn der so langsam? Arbeiten schlecht? Der war doch eben noch viel schneller. Geht spazieren. Warum gehst du spazieren jetzt auf einmal? Okay. Hast du jetzt nichts zu tun, oder? Verzehrt einfache Mahlzeit. Zerlegt Mechanoiden. Okay, das passt ja auch dazu. Das ist ja auch eine handwerkliche Dingstätigkeit. Und jetzt machst du... Okay, jetzt bringst du den Krams zurück. Okay, jetzt zerlegst du den zweiten Mechanoiden. Ich wusste gar nicht, dass wir da noch einen drin haben. Und bringst ein bisschen Krams zurück. Und jetzt trägst du Stahl hin und her. Trägst du Stahl hin und her. Okay, das heißt, das Tiereschlachten gehört auf jeden Fall nicht in Handwerker. Gut. Dann also nächste Sache. Wo könnte es noch hingehören? Also Reiniger und Träger ist Schwachsinn. Künstler ist Quatsch. Schneider. Kleidung ist doch Quatsch. Schmied. Das ist auch Müll. Es gehört wohl kaum zu Gärtnern und wohl nicht zu Bergarbeiter. Landwirt auch nicht. Mechaniker? Nee. Reparieren.
Bauarbeiter. Jäger. Ach, das gehört zu Koch, wa? Schlachtet Fleisch. Mann, ey. Klar. Hops, weißt du was? Dann machst du jetzt mal. Machst du jetzt hier mal die Schlachtaktion? Und jetzt sage ich dir mal einfach. Priorisier mal bitte, dass du hier schlachtest. So, ja, so funktioniert das doch hier. Die Frage ist jetzt nur, ob du das mehrmals machst oder ob du jetzt einmal schlachtest. Nee, das ist... Das machst du nur einmal. Okay, da muss ich jetzt kurz darauf achten. Apropos, was hat denn der Welpe hier gegeben? 4 Fleisch? Um Gottes Willen, der arme Welpe. Aber gut, ich wollte ja auch nicht, dass der Welpe hier krepiert. So. Okay, der würde jetzt eigentlich gerne schlafen. Naja, soll er jetzt auch gleich machen. Dann kann ich ihm das morgen aber wieder sagen. So. Geh mal erstmal schlafen, weil dann kann ich ihm morgen die ganzen Kreaturen zerlegen lassen. Dann kann ich nämlich auch gleich mal schauen, was hier rauskommt bei Arkemi. Hier unten lag doch auch noch irgendwo ein verwester Hund, oder? Oder ist das der jetzt schon? Nee. Nee, das war eigentlich ein anderer. Das war nicht der. Da gab es 2. Gut, wir werden sehen, was dabei jetzt rauskommt. Hops, mein Bester. Ja, bist du langsam ausgeschlafen? Das kann ja wohl nicht sein.